Ja, herzlich willkommen am Schloss Tempelhof. Ich habe ein paar Gesichter gesehen, die sind zum dritten Mal da. Und mich interessiert es natürlich brennend. So, wer ist zum ersten Mal da? Ah ja, schon groß. Die große Menge, genau. Wer ist zum zweiten Mal da? Okay, und wer zum dritten Mal? Ah, aber auch. Ja, ich habe eben schon gesagt, also die jetzt schon öfters da waren, die kriegen demnächst so eine Abokarte 4 für 5 oder so, ne? Für 4 Zahlen zum 5. freikommen oder so. Ja, danke, dass ihr uns treu seid und danke, dass ihr so neugierig seid, auch jetzt das erste Mal hierhin zu kommen. Ich sage fast wie Film ab, so gut wie, weil wir möchten euch zeigen, warum dieses Event hier auch stattfindet. Ja, es hat verschiedene Gründe und wir haben zum Sommer hin ein kleines Filmchen gemacht, das in unseren Augen auch ein bisschen aufzeigt, warum hier und warum machen wir das auch weiterhin hier, obwohl wir vielleicht mit 200, 300 oder 400 Leuten das auch vollkriegen würden, ne, und dann aber nach Stuttgart umziehen würden. Aber das passt für uns aus verschiedenen Gründen nicht. Und eben der Grund, warum hier, Agnes sagte das, also die Energie, die von uns da ist, hier von uns rein, der Platz selbst, die Vision, die wir haben. Bitteschön, Film ab. Wir sind eine kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Gemüsebau, Ackerbau, Tierhaltung und haben Obstbau in der Region. Wir brauchen eine neue Vision für die Landwirtschaft, weil es sich zeigt, dass die industrielle Landwirtschaft der letzten, sagen wir mal, 50 Jahre viele Ressourcen zerstört hat. Beispiel jetzt Boden. Es ist jetzt nicht nur eine Sache der Bauern, dass die andere Wege gehen müssen, sondern wir als Gesellschaft müssen damit mit unserer Nahrungsmittelproduktion anders umgehen. Da brauchst du einen Wandel und ein Neudenken und eine neue Vision. Eines der Werkzeuge, was wir auf der größten Fläche von uns einsetzen, also vor allem im Lagergemüse, ist das Mulchen. Die Bodenbedeckung macht eben, dass in der trockenen Phase, wie jetzt gerade eben, wo wir Risse auf dem Acker haben, also wirklich Risse auftreten im Tonboden, wir ein komplett anderes Bild unter Mulch haben. Also es ist ein wahnsinniger Wasserspeicher, dieses Mulchen. Hier ist ein Boden in unser Gewächshaus, der seit letzten November nicht bearbeitet wurde. Hier war ein Winterspinat. Und die Tomaten wurden einfach in den Winterspinat reingepflanzt und dann wurde das Ganze mit Mulch abgedeckt. Und was man hier sieht, sind wahnsinnig viele Seitenwurzeln, wahnsinnig viele Lebewesen. Und das ist halt wunderschön hier. Das ist ein Boden, den man selten im Gewächshaus sieht, aber einen total Freude bringt. Wenn wir richtig mit dem Boden umgehen, das Bodenleben, die Bakterien, die Pilze füttern, diese wiederum die Pflanzen ernähren und gesund halten. Und das ist einfach der wesentliche Baustein für ein gesundes Pflanzenwachstum, aber auch für Pflanzen, die eine entsprechende Nährstoffdichte haben. Wir haben in den letzten 50 Jahren zwischen 20% und 70% der Nährstoffe in unseren Pflanzen verloren. Hier den Vergleich von Boden, der unbedeckt war, auf ein Monokultur-Getreidefeld. Um eine wirklich zukunftsfähige, enkeltaugliche Landwirtschaft zu entwickeln, brauchen wir einfach nochmal ein anderes Bild, eine andere Vision, eine andere Herangehensweise. Meine Vision für die Landwirtschaft ist, dass wir eine Vielfalt in der Landschaft entwickeln, wo Vögel sich wohlfühlen, wo die Insekten fliegen. Dass wir in die Natur gehen und uns daran erfreuen, was da eigentlich alles ist. Wo wir uns einfach wieder verbinden können mit der Natur und dadurch eine andere Beziehung kriegen, auch zu der Art, wie wir Lebensmittel produzieren. Ist aufbauende Landwirtschaft viel mehr als nur Lebensmittelproduktion von einjährigen Kulturen, sondern es ist auch ein Versuch,
mehr mehrjährige Strukturen in die Landwirtschaft mit rein zu integrieren und über Sträucher und Bäume mehr Lebensmittel zu produzieren. Ich glaube, Schloss Tempelhof ist ein sehr guter Ort, um eine aufbauende Landwirtschaft zu entwickeln, weil wir als Zukunftswerkstatt bereit sind, neue Wege zu gehen. Mit der Landwirtschaft hier im Tempelhof möchten wir eben einen Beitrag leisten, die Vision von aufbauender Landwirtschaft auf den Boden zu bringen und wirklich in die Praxis zu tragen und umzusetzen. Genau, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Aber ich sag was noch zu meiner Person vielleicht, eben um euch auch so ein bisschen die Farbe davon zu geben, warum interessiert es mich, ja, diesen Weg zu gehen. Denn ich habe mit Landwirtschaft eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Ne? Ich bin kein Landwirt, ich bin so ein Techie, der jeden Tag 10 Stunden vorm Computer eigentlich sitzt. Ich arbeite jetzt seit bald 20 Jahren für die Vereinten Nationen, für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Genf. Habe meine Arbeit teilweise, also lange da gelebt und meine Arbeit hier mit hingenommen und bin natürlich damit auch sehr vertraut mit den großen Umweltproblemen, die es gibt, weil ich mich da auf allen verschiedenen geografischen Ebenen mit beschäftigt habe. Und vor mittlerweile seit etwa 8 Jahren bin ich über die Permakultur gestoßen und das hat mich sehr inspiriert, aber es hat mich auch wieder mit verbunden zu dem, was ich vorher studiert habe, physische Geografie, wo wir auch so ein Fach hatten, wo es um systemische Herangehensweise geht. Und in der Permakultur geht es ganz stark darum, ja, einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln. Und für mich war dann auf der einen Seite diese globale Perspektive zu haben und auf der anderen Seite mit der Permakultur auch ganz konkret sich lokal, sage ich mal, die Hände dreckig zu machen und an was Neuem zu arbeiten, also einen sehr positiven Ansatz, der auch da drin steckt, da war, die Franzosen würden sagen, die beiden, also der Wunsch da, die beiden wieder zu verheiraten. Ja, die Permakultur und die Landwirtschaft auch wieder zusammenzubringen, denn in Deutschland ist die Permakultur ja eher, sag ich mal, auf Kleingärten begrenzt. Jetzt wollten wir das Symposium nicht Permakultursymposium nennen, weil dann kommt nämlich kein Landwirt. Deswegen kommt die Permakultur so versteckt durch die Hintertür ein. Und was ich nochmal letztes Jahr zum Abschluss, also letzte Präsentation war gegeben und Burkhard und ich saßen nochmal da und haben so gesagt, wow, ne, so Schulter geklopft, weil das darf man dann danach, wirklich. Und so, war schon echt gut, ja, also um nicht zu sagen, richtig geil gewesen, das Symposium. Aber was bringt die Permakultur eigentlich dazu? Ja? Was kann sie beitragen zu diesem Weg einer ressourcenaufbauenden Landwirtschaft oder regenerativen Landwirtschaft? Weil Fachleute, also Praktiker, die aus der Landwirtschaft kommen und so Permakultur wirklich machen, gibt es eben im Prinzip nicht. Ne? Also wir sind eher Theoretiker oder Städter, die sich irgendwie mehr und mehr damit auseinandersetzen. Aber dann kam dieser Gedanke, also das, was wir da auf die Beine gestellt haben, dieses Symposium mit den vielen Themen, die da sind, ja, ganzheitliche Herangehensweise, aber auch mit der Art, wie wir uns begegnen, und ihr werdet das nachher, vor allen Dingen nach dem Abendessen noch feststellen, was da kommt, ich verrate nicht. Also wir benutzen verschiedene Kommunikationsmethoden, verschiedene Begegnungsmethoden. Ja, wir wollen einen Raum kreieren, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, auch einen Raum, wo Brücken geschlagen werden zwischen den konventionellen und den ökologischen, ne? Dieser Unterschied, den es gibt oder auch nicht gibt. Und das, ich glaube, das war in dem Moment für uns diese Stärke, ja. Diese ganzheitlichen Anspruch, Sichtweise in so eine Veranstaltung zu bringen, das war so für uns so dieses, wow, das kann die Permakultur machen. Ja. Und ich übergebe an dich. Dankeschön. Ja, und ich freue mich selber, dass ich Stefan hier am Tempelhof kennengelernt habe, denn dadurch kann ich halt meine Arbeit auch nochmal in einem anderen Zusammenhang machen. Ich selber komme gar nicht von Schloss Tempelhof, ich wohne hier nicht, ich wohne in Minden, Westfalen, in Norddeutschland, bin aber sonst bundesweit unterwegs, Österreich, Schweiz und bin Berater für nachhaltige Landnutzung, nenne ich es. Ich bin auch vor 30 Jahren auf das Thema Permakultur gestoßen, habe die Landwirtschaft gesehen und habe gesehen, wie weit es auseinander ist. Und für mich war es eben immer so, wie bekomme ich diese Ansätze zusammen? Und einer der wichtigen Punkte dabei für mich ist eine
die Dinge, die da sind, nochmal anders zu betrachten, die Brille aufzusetzen. Und das möchten wir eben hier mit dem Symposium machen. Ich glaube, keiner der Referenten, die hier jetzt da sind, würden das Permakultur nennen. Müssen es auch nicht, ist nicht unsere Erwartung, wollen wir auch gar nicht. Aber was uns vereinbart vielleicht, ist, dass wir versuchen, die Dinge nochmal anders anzuschauen. Wenn wir ein Feld vor uns haben und das so anschauen, dann wissen wir ja noch gar nicht, ist das jetzt aufbauende Landwirtschaft oder ist es nicht? Was sind das für Kriterien? Da gibt es nicht mal einen Kriterienkatalog. Wie können wir das denn feststellen? Und wir haben auch noch nichts ausgestellt. Aber es gibt ein paar Sichtweisen darauf, die vielleicht weiterhelfen, einzuschätzen, was für eine Qualität das Ganze denn hat. Und eine der wesentlichen Punkte ist, es geht nicht nur um die Frage der Anbaumethoden. Wir werden hier einige Anbaumethoden kennenlernen, die sind gut und die sind wichtig, auch zu verstehen, was sie denn eigentlich für eine Qualität haben. Aber es ist eben nicht nur die Anbaumethoden, um die es dabei geht. Es geht auch darum, dass Landwirtschaft eine Art von Gestaltungsauftrag hat. Landwirtschaft gestaltet, auch das ist gestaltet. Es ist vielleicht nicht so gestaltet, dass man gerade da gerne spazieren geht. Es ist in diesem Fall reines Produktionssystem, was gestaltet wurde. Und zugleich mit den negativen Folgen, die wir eben in der Landwirtschaft kennen. Die muss ich nicht nochmal weiter benennen, die kennen Sie alle. Die werden ja auch immer wieder in den Zeitungen veröffentlicht. Wie könnte aber ein Gestaltungsansatz aussehen? Wenn man das im Gemüsebau nimmt, kommt ganz schnell so die Idee, wir haben halt, wir machen eine Mischkultur, ein paar Blumen da rein, Sonnenblumen kommen noch dazwischen und dann habe ich das Ganze schon gestaltet. Sieht ja auch ganz anders aus als das Feld. Das ist allerdings nicht ausreichend, denn dann, wenn wir den Winter anschauen, sieht dieses Feld wieder relativ kahl aus. Das heißt, dieser Gestaltungsauftrag braucht zugleich etwas anderes. Und das ist das, was im Filmchen auch schon kam, gar nicht nur darum, eine mehrjährige Kultur zu haben, sondern überhaupt mehrjährig zu denken. Denn das, was es, worum es geht, ist nicht nur das, was oben drauf steht und was wir mitnehmen, sondern eben halt auch das, was dann unten kommt. Das Thema Boden wird auf diesem Symposium eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben keine Methode, wo wir sagen, das ist die beste Methode. Jeder wird seine eigenen Methoden finden, Herangehensweisen. Und darum geht es uns, einen Werkzeugkoffer zu, um eben zu überlegen, wie kann ich denn jetzt mehrjährig was schaffen, mit den Wurzeln einen neuen Boden zum Beispiel aufzubauen. Auch zum Beispiel im Grünland. Grünland ist doch eine Dauerkultur. Wunderbar, da haben wir es doch schon. Je nachdem, wie sie bewirtschaftet wird. Es gibt unterschiedliche Arten der Bewirtschaftung und manche sind sozusagen aushagernd und andere sind dagegen Fruchtbarkeit mehrend. Also auch da wieder zu schauen, was heißt das eigentlich? Was hat das für Auswirkungen, wenn ich handle? Und Gestaltungsauftrag ist sicherlich das Offensichtlichste, wenn es darum geht, wieder die Gehölze in die Landwirtschaft zu integrieren. Das Thema Agroforstsysteme kommt morgen in einem Referat. Und das verändert natürlich nochmal einiges. Und das, was es verändert, vielleicht ist nicht nur die Landschaft, sondern auch letztendlich die Menschen, die in dieser Landschaft arbeiten und leben. Aber bevor das passiert, brauchst du manchmal noch was weiteres. Und das sind die Lernprozesse. Und bin froh, dass ich all diese Jahre, mit denen ich mich beschäftige, immer gelernt habe und Sachen in Frage gestellt habe. Das gehört zur Grundsatz. Es gibt da keine endgültigen Antworten. Es geht darum, richtigen Fragen zu stellen und diesen Lernprozess dann aber eben nicht nur alleine zu gehen, sondern sich auch auszutauschen. Und dafür ist eben unser Symposium halt einer der Orte, die wir anbieten können, neben zum Beispiel Feldtagen, wo ich gerne daran teilnehme, selber mit dem Spaten im Boden und so weiter und so fort. Also es gibt viele Ansätze. Und diesen Lernprozess werden wir auch gleich sozusagen in einem kleinen kurzen Vortrag einen drin haben. Denn letztendlich eine der Dinge, die dabei rauskommen könnten, wäre halt eine ganz andere Form von Landwirtschaft. Hier sehen wir ein Produktionssystem, eine Gemüseanbau in der Nähe von Paris mit Obstanbau. Ich weiß nicht, wie viele Künstler sich heute in den Bereich begeben, Produktionssysteme zu malen und dann später auch noch große Summen auf dem Kunstmarkt und die Leute hängen sich ins Wohnzimmer. Und es wäre auch ein schönes Ziel, wenn wir es schaffen würden, die heutigen Produktionssysteme wieder in einen Zustand zu bringen, wo die Leute sagen, das ist aber schön hier. Und dann sagt man ja und es ist auch ertragreich. Ja, und diesen Impuls möchte ich euch für dieses Wochenende mitgeben und dass es viele verschiedene Schichten dabei hat und jede dieser Schichten ihre eigene Bedeutung und übereinandergelegt entsteht dabei was Neues.